Also wir wurden alarmiert um 3.14 Uhr zu einer Feuermeldung in der Ziegelstraße. Ein Passant hatte hier einen Feuerschein entdeckt und uns verständigt. Als wir eingetroffen sind, konnten wir in einem türkischen Begegnungszentrum durch eine zerbrochene Scheibe Feuerschein erkennen und haben dann mit der Brandbekämpfung durch einen Außenangriff über eine Steckleiter begonnen. Während des Brandes befand sich eine Person im Untergeschoss. Diese Person wurde nicht verletzt. Das Feuer hatte die Feuerwehr auch relativ schnell unter Kontrolle, sodass eine zunächst angedachte Evakuierung des angrenzenden Mehrfamilienhauses nicht erforderlich geworden ist. Wir waren mit insgesamt 24 Personen im Einsatz. Der Einsatz hat sich dann doch relativ einfach gestaltet, weil das Feuer örtlich sehr begrenzt war. Wir konnten relativ schnell eine Zu- und Abluftöffnung schaffen, sodass der größere Bereich dieser Aufenthaltsraum dann auch relativ schnell rauchfrei war und wir bemerkt haben, dass das Feuer unter Kontrolle war. Wie gesagt, Personen wurden nicht verletzt bei dem Brand und derzeit laufen die Ermittlungen einer 14-köpfigen Mordkommission. Gemeinsam mit der Staatsanwältin Frau Jürgen Lohmann laufen die Ermittlungen. Es wird also geprüft, wie ist der Brand entstanden. Dafür haben wir aber auch Ermittler vom Staatsschutz in der Mordkommission, denn eine politische motivierte Tat könnte ebenfalls gegeben sein. Wir prüfen also alle Verdachtsfälle in jede Richtung.